Die haben nur einen Mana-Trank bewacht, ansonsten. Ja, haben sie wohl leider, weil ich sehe hier jetzt keinen Knopf auf den ersten Blick. Und ja, das gegen Wände laufen hilft auch nicht wirklich. Ja, ich hoffe eigentlich mal, dass das hier mal wieder ein Gebiet mit zwei Karten ist. Also eine, die auch die Secrets dann unraveled. Ja, ich brauche hier gar nicht drauf gucken. Ich habe noch keine einzige Karte. Und ich glaube, das führt nach hier drüben dann. Oh, Eisdrache. Hi. Machen wir es mal so rum. Heilung auf dich. Donnerkrachen alles. Das war der Feuerball. Machen wir gerade so weiter. Heilung und das. Dann noch eine Heilung. Frostwelle blocken. Die Frostwelle kann ich leider nicht. So viel solltest du jetzt aber nicht mehr aushalten. Das heißt, du heizt mal jetzt fleißig alle wieder hoch, das ist gut. Heiltrank ist auch nicht verkehrt. Keine Knöpfe hier. Hier ist nichts drin. Okay, da geht's rum zu den Goblins. Also wieder auf die andere Seite. Vor allem wieder solche Feuerkäfer. Rätselraum? Also das hier ist garantiert ein Rätsel, definitiv ein Rätselraum. Oh, Kleinvieh. Hm. Kleinvieh, das ist nie gut. Das Kleinvieh kann teilweise mehr Schaden machen. Als das große Viehzeug. Da ist irgendwas Böses um die Ecke. Da war was Böses um die Ecke. Das Schmuckstück taugt definitiv nichts. Oh, die da.
Also Single-Target ist besser als Multi-Target in dem Fall. Okay. Jetzt können sie gerade zum Glück noch reißen. Ich habe so das Gefühl. Ja, ich bin wieder hier. Gut, das heißt, ich habe den Rätselraum vor mir. Der macht. Aha. Okay. Resette mal bitte, weil ich habe das Gefühl, dass es timed. Ja. Aha. Okay. Geschafft. Was liegt denn hier? Hm. Besserer Helm für Hagrim. Macht zwar zwei Stärke weg, dafür aber ein bisschen mehr Ausdauer und mehr Rüstung vor allem Dingen. Gut. Das war jetzt nicht ganz so schwierig wie manch anderer. Da würde ich im Kreis laufen, das will ich nicht. Nee, doch, ich muss da lang. Da lang würde ich im Kreis laufen. Da kam ich her und da geht's weiter. Ich habe gerade ein Frauenstöhnen gehört. Oh, hi. Jägervater, Goblin-Baron. Okay, ich mach mal einen Schildschlag und jetzt unterbreche ich euch. Danke. Der Goblin-Baron, hä? Das machen wir ruhig ein bisschen ordentlich Wumms hier.
Ja, mit dem Schnauzer sieht er schon ein bisschen bedrohlich aus, der kommt dem Baron. Fällt aber auch wie jeder andere. Goldenes Amulett des Bären, eine bessere Version für Hagrim. Yay. Lassen wir das doch gleich da liegen. Und ja, ich höre immer wieder Frauen stöhnen hier. Ist das zu tief? Nein. Hier squeakt was. Wie viel Stärke würde ich da aufgeben? 1 Stärke, 5 Beweglichkeit, aber mehr Ausdauer kriegen. Ja, das Portal wird gerade flankiert. Auch nicht schlimm. Oh ja, das genau meine ich mit klein und nervig und Feuerschaden. Muss ich, wie die hintere Reihe zuerst drauf geht. Eine Karte. Yay. Hier bin ich runtergesprungen, oder? Ja. Das heißt, das müsste mich... Oh. Goblin-Schurkels! Feuerflint? Oh, sie haben Knarren. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade über Goblin-Schurkens freue, aber... Hey, Goblin-Schurkens! Selbst Goblin-Schurkens können mich unterbrechen. Bist du noch du? So, wo bin ich? Ach, wieder hier oben. Ah, gut. Nicht wirklich was, was wir brauchen könnten. Und ja, da lang geht's auch noch weiter. Jetzt möchte ich aber erstmal kurz zurück, also erstmal das Feld aufdecken. Also ja, der Vollständigkeit halber. Das Feld noch aufdecken. Da ist das aufgedeckt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe echt, dass das mal wieder ein Gebiet mit mehr als nur einer Karte ist. Und ja, da drüben war ich. Könnten wir hier wirklich super abkürzen. Will ich allerdings nicht. Hier drin war ich auch schon, das war eine Sackgasse. Jedenfalls wirkt sie eine Sackgasse. Ja, und irgendwann kommen wir auch noch da unten an, denke ich mal. Hier sieht nichts nach einem Schalter aus. Hier ist nirgendwo wirklich Platz. Hier auch nicht wirklich.
Aber ganz ehrlich, das da sieht verdächtig aus, merke ich gerade. Ne, hier war nur eine Nische. Okay. Also hier war was drin, auf jeden Fall. Und das hier ist alles nicht zum Drücken. Nee. Hier vielleicht? Nee, auch nicht wirklich. Ja, denke ich mal auch nicht. Hier war auch nur eine Nische. Ja, was hier ist, würde mich noch interessieren. Ehrlich gesagt. Ja, hier haben wir gestartet. Nur, dass ich halt keine Ahnung habe, wie man da reinkommt. Ich meine, es gab ja... Ich glaube aber nicht daran, dass das die Sache mit dem Käfig war. Ich sehe hier ja auch keinen Käfig. Ah, und in den Tod springen will ich jetzt auch nicht gerade unbedingt. Ja, ja, ihr könnt mich mal. Und ja, ich weiß, ich bin sehr freundlich. So, hier war das andere Runterspringding. Dann können wir wieder hoch. Das war das Runterspringen, also da ist der Teleporter. Was war mit hier? Ach, hier war nur ein Gitter zum Durchglutzen. Jedenfalls scheint es danach. Aber das ist eine Tür auf jeden Fall. Das hier könnte der Käfig sein, der ganz nach unten geht. Probieren wir es doch einfach mal. Ich habe jetzt einen Quicksave gemacht. Das bringt nur nicht viel, wenn ich nicht reintreffe. Weil es steht, in einen Käfig, der ganz nach unten führt, werfen. Ja. Wirklich ein Käfig, der weit nach unten geht. Und das ist ein Käfig. Ich glaube, ich habe wieder nicht getroffen. Ich versuche es noch einmal und dann lassen wir es erstmal. Dann gucke ich mal, ob ich überhaupt auf der richtigen Spur bin. Und wenn ja, klappern wir die Secrets der letzten drei Level an einem Stück ab. Sonst wäre das doof. Ich habe durchgeworfen, oder?